Ich zeige euch jetzt das schnellste E-Bike der Welt. Und das hat man vorher so noch nicht gesehen. Das ist das E-Rocket hier im Hintergrund. Das tritt man tatsächlich mit Pedalen. Man kann damit sogar über Autobahnen fahren. Und das Ding macht einfach nur unglaublich viel Spaß. Jetzt alle Infos dazu. Das E-Rocket hier, das kostet ungefähr aufgerundet 12.000 Euro, kommt 100 Kilometer weit und lädt sich in ungefähr 6 Stunden, wenn es komplett leer ist, wieder auf. Das Fahrzeug ist übrigens ein Fahrzeug der Klasse A1 und dann braucht man ja eigentlich auch den entsprechenden Führerschein. Jetzt gibt es aber eine gute Nachricht und zwar gibt es jetzt eine Vereinfachung und so können auch Pkw-Führerscheinbesitzer, also der Klasse B, auch so ein Fahrzeug fahren. Müssen aber ein paar Voraussetzungen erfüllt sein, und zwar eine Fahrerfahrung von mindestens 5 Jahren, eben mit diesem Klasse-B-Führerschein, Mindestalter von 25 Jahren und eine theoretische und praktische Schulung im Umfang von mindestens 13,5 Zeitstunden. Ist ein bisschen was, aber man muss nicht einen extra Motorradführerschein machen. Ist doch eigentlich ganz cool. Und ja, ich habe es angekündigt. Guck mal, hier seht ihr das. Das ist praktisch ein Fahrrad, das hat hier solche Pedale. Und im Prinzip ist es eigentlich gar kein E-Bike, um genau zu sein. Eigentlich ist es eher eine Neuerfindung des Motorrads in irgendeiner Form, in elektrisch. Und zwar eben, dass man eben nicht mit dem Gashebel, wie man das sonst so gewohnt ist, Gas gibt, sondern eben mit den Pedalen. Total abgefahren. So sieht das E-Rocket aus. Ja, also schon eine andere Erscheinung, hat so was ganz Besonderes, ein ganz besonderes Erscheinungsbild. Und jetzt schauen wir uns mal hier an. Da findet sich hier hinten natürlich ein Nummernschild, ein ziemlich gemütlicher Sattel, muss ich sagen. Und vor allem hier müssen wir mal reinschauen, die Anzeigen. Also ich meine, im Prinzip kann man sich's vorstellen. Also da ist eben die kmh-Anzeige, Kilometer, Trip, Uhrzeit, dann eben hier noch ganz interessant die Voltanzeige und eben hier die, naja, der Ladezustand, also wie viel Saft ist noch in der Batterie, aber ich bin es jetzt wirklich viele Kilometer gefahren und man kommt da schon echt so locker auf über 100 Kilometer, natürlich je nachdem, wie man es fährt. So, hier hat man dann diese typischen Geschichten, schöner Kontrollhebel mit allem drum und dran, natürlich hier noch ein Schloss, also da ganz oldschool mit Lichtern, allem pipapo. Da gibt es im Prinzip keine Besonderheiten, außer diese natürlich. Und zwar hier ist der Stecker, da steckt man das Ladegerät dran und ja, dann lädt man es ungefähr in 6 Stunden wieder komplett auf. Was ein bisschen doof ist, ist, man kann hier den Akku nicht rausnehmen, das heißt also, man muss schon irgendwo hinfahren, wo dann eben ja eine Steckdose ist. Kommen wir noch zu den wichtigsten technischen Daten. Eine 6,6 Kilowattstunden Lithium-Ionen-Batterie ist fest eingebaut, nicht rausnehmbar. Ein Riemenantrieb treibt das Ganze an mit einer Spitzenleistung von 16 kW, macht echt viel Spaß. Höchstgeschwindigkeit von 90 km/h, aber jetzt genug Fakten und rauf aufs Bike. Das ist halt schon krass. Nur so ganz leicht reintreten und der zieht schon echt gut los. Wenn man ein bisschen weitermacht, man... Und er liegt auch super in der Kurve, wow. Ja, wundervoll. Man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Superheld, wie Superman, der ein bisschen Fahrrad fährt. Geil. Eine Sache, die muss man wirklich verstehen. Das ist nicht so, dass man mit diesen Pedalen das E-Rocket, also dieses Gefährt, antreibt, sondern man definiert durch die Geschwindigkeit, die Intensität der Pedale und den Tritt in die Pedale, die Geschwindigkeit des Elektromotors. Also es fließt keine Kraft von den Pedalen in die Batterie zurück, sondern es ist praktisch aus meiner Sicht der wirklich bessere Ersatz dieses Gashebels am Lenkrad. Weil das ist ziemlich schwierig da genau, finde ich, bei so starken Elektromotoren die Kraft zu definieren. Aber durch diese Pedale, das ist sehr faszinierend, funktioniert das ganz, ganz hervorragend. Wieso mache ich jetzt ein Video über so ein Bike hier? Erstens will ich sowieso mehr Zweiräder machen auf dem Kanal und zweitens begleite ich das Unternehmen schon seit einer ganzen Zeit. Ich habe auch schon mal diese Präsentation ein bisschen moderiert. Ich habe auch schon so einen Prototypen in einer wirklich absoluten Vorabversion mal Probe gefahren und ich finde das einfach spannend. Die sind hier auch außerhalb von Berlin. Ich bin ja selber in Berlin, in Hennigsdorf und nicht weit weg. Und mich würde mal interessieren, erstens,
Ich meine, klar, das ist jetzt ein absolut spezielles Fahrzeug, muss man dazu sagen. Es ist halt, deswegen fasziniert es mich auch, weil das was eine neue Kategorie ist, die man vorher noch nicht so gesehen hat. Und mich würde mal interessieren, wollt ihr da mehr dazu wissen? Also interessiert euch das? Wie entsteht eigentlich so ein Fahrzeug? Wir können mal mit dem Chef reden. Der ist wirklich der absolute Hammer. Ein wirklich geiler Typ, der richtig frei herausredet. Und mal ein bisschen vielleicht Einblicke bekommen, wie, ja, was es bedeutet für ein Startup, ein ganz junges Unternehmen, so eine verrückte Idee umzusetzen. Auf welche Probleme stößt man auf dem Weg? Also das könnte ich alles nochmal liefern. Schreibt doch mal unterhalb des Videos in die Kommentare, ob euch sowas interessiert und ob ich da mal ein bisschen mit ihm ins Gespräch gehen soll und das nochmal einbinden soll. Ja, ich meine, man muss halt dazu sagen, es ist natürlich was für Liebhaber. Es ist ein ganz spezielles Fahrzeug. Ihr könnt natürlich mal den Link unterhalb des Videos checken. Ich bekomme auch nichts dafür, mache das aus freien Stücken. Einfach nur, weil ich unheimlich gerne neue Mobilitätskonzepte, neue Fahrzeugformen überprüfen will und checken will, die jetzt entstehen durch die Elektromobilität und natürlich so ein junges Team auch gerne ein bisschen unterstütze. Deswegen checkt das mal vorbei. Ihr könnt, glaube ich, irgendeine Limited Edition, es wird natürlich in kleinen Stückzahlen noch in Deutschland, also da in Hennigsdorf, produziert. Da könnt ihr auch hingehen, eine Probefahrt machen. Ihr müsst sowieso eine Probefahrt machen, weil ohne die checkt ihr es gar nicht, was da eigentlich abgeht. Was natürlich wirklich schön ist, gerade für mich als Städter hier aus Berlin, endlich mal wieder raus in die Natur zu kommen und da durchzufahren. Und gerade weil es eben so leise ist, kann man links und rechts so wundervoll das Ganze genießen. Wenn es schönes Wetter ist, man hört eben durch dieses leise Gefährt auch wirklich die Vögel noch zwitschern, links und rechts alles. Man hört fast schon gefühlt die Menschen auf der Straße miteinander reden. Und das ist ein absoluter Traum. Ich meine, egal mit welchem Zweirad man da unterwegs ist, was mir hier daran aber besonders gefällt, ist, dass man nicht nur passiv ist, sondern eben durch dieses Treten in die Pedale noch ein bisschen Bewegung hat. Nicht so wie bei einem E-Bike, aber deutlich besser als bei einem reinen Elektromotorrad. Ich habe mir jetzt hier meine Bikerjacke angezogen und düst wieder los. Man sieht es mir, glaube ich, an. Ich habe ziemlich viel Spaß. Und schreibt mir bitte nochmal, was für Zweiräder oder Zweiradtests E-Bikes, E-Motorräder ihr vielleicht hier gerne nochmal sehen wollt, dann gucke ich, was ich möglich mache. Vielleicht so ein Funmove, das wäre doch geil, oder? Das neue Funmove-Bike. Naja, ich freue mich auch, wenn ihr Spaß habt an Videos rund um das Thema Elektromobilität und neue Mobilität, dann einfach mal den Kanal, warte mal, ich glaube hier rechts unten auf jeden Fall kostenlos abonnieren und die Glocke drücken, dann bekommt ihr noch eine Benachrichtigung, wenn wieder ein Video online ist. Bis dann!